Hallo, in der heutigen Late-Night-Show sprechen wir über die 85. Magic-Erweiterung Zendikar Rising, über ein Einsteigerset für SpielerInnen für Dungeons & Dragons auf Deutsch und noch einmal kurz über Tales from the Yawning Portal anlässlich der deutschen Veröffentlichung. Willkommen zu einer Late-Night-Show, die im Zeichen von Magic und Dungeons and Dragons steht. Das heißt, wir werden über eine Menge Karten reden, über Dungeons und darüber, wie man direkt Spielerinnen dazu bekommt, das Spiel zu spielen und wie man sie darin heranführt. Wir hatten ja zum Beispiel bei Einsteigerboxen schon darüber geredet, dass sie häufig die Spielleitung eher ansprechen als SpielerInnen. Und die Seite D&D Deutsch hat sich das auch mal zu Herzen genommen und direkt ein Heftchen rausgebracht für die Dungeon Masters Guild, in dem SpielerInnen angesprochen werden und man basteln kann. Am Anfang steht aber ein Thema, bei dem weniger gebastelt wird, weil niemand möchte, dass man diese Karten zerschneidet. Wir reden über Magic. Und zwar die 85. Magic-Erweiterung, Zendikar Rising. Die Tante Magic ist schon ganz schön lange dabei. Und mit Zendikar Rising besucht sie auch eine Plane, eine von den Welten des Magic-Multiversums, die schon ein paar Mal ein Thema war. Und es gibt auch diesmal wieder eine Storyline im Hintergrund. Ich weiß, das ist nicht für jede Spielerin, jeden Spieler wirklich interessant. Aber es geht darum, dass diese Welt vor allen Dingen heimgesucht wird von einem Phänomen, das sie permanent umbaut. Das heißt, dass wir dementsprechend in den Karten auch eine Menge Thematiken haben, die mit Ländern und mit Veränderungen von Ländern zu tun haben. Wir haben freundlicherweise von der PR-Agentur, die dafür zuständig ist, ein Set zugeschickt bekommen, in dem ich gierig mehrere Booster aufgerissen habe, einen speziellen Booster mir erstmal aus einer kleinen Rätselkiste herausfriemeln musste, mit Hilfe von Heinz natürlich, der ohnehin wusste, wie das geht. Und wir haben ein sogenanntes Commander-Deck zugeschickt bekommen, von dem es zwei geben wird für die Erweiterung. Commander ist eine spezielle Spielweise von Magic, die ich zwar erst ein paar Mal ausprobiert habe, aber die sehr viel Spaß macht, weil sie sehr stark eskaliert, weil man mit mehr Lebenspunkten startet und weil man die Decks vollkommen anders zusammenstellt und sie vor allen Dingen auf 100 Karten aufpumpt. Reden wir erstmal grundsätzlich darüber, was uns thematisch und an Spielmechaniken in Zendikar erwartet. Eine sehr putzige Sache darin sind wendbare Karten. Ich habe ein paar davon hier mal rausgesucht. Und im Gegensatz zu den schon bekannten und öfters verwendeten Karten, die zwei Optionen, die man spielen kann, auf einer Seite haben, sind das Karten, von denen zumindest eine Seite immer auch eine bleibende Karte ist, in der Regel ein Land. Und das heißt, sie sind auch wirklich zweiseitig bedruckt, weil da auch ein bisschen mehr drauf ist und auch ein bisschen größere Illustrationen verwendet werden. Das klingt jetzt unsinnig, wenn man ein Spiel spielt, bei dem man die Kartenrückseite eigentlich benutzt, die sich niemals verändert hat, um zu verbergen, was man auf der Hand hat. Und deswegen sind dann in den Boostern noch mit dabei sogenannte Helper-Cards. Die sind im Grunde nur eine Rückseite und eine Vorderseite, auf der man eintragen kann, für welche Karte sie eigentlich stehen. Und dann kann man die Karte, die man dann tatsächlich spielen will, mit ihren beidseitigen Druckvarianten erst dann sozusagen aus seinem Helferchenstapel ziehen, wenn es soweit ist. Das heißt, es wurde auch daran gedacht, dass eine Menge Leute mit Hüllen spielen, die eine durchsichtige Rückseite haben und das nicht ganz verbergen können, was da drin ist. Und man kann das durchaus verwenden. Man muss nur ein bisschen darauf achten, dass man die richtige Balance hat von Helferkarten und doppelseitigen Karten, die man einsetzen will. Da sind aber immer schöne thematische Verbindungen dabei. Man hat, wie gesagt, in der Regel ein Land und dann auf der anderen Seite einen Spontanzauber, eine Kreatur oder eine Hexerei, die thematisch dann eben auch zu dem Land passt. Und die quasi dann die Variante, was macht das Land, auf der einen Seite umsetzt in ein Zauber oder in eine Kreatur, die man ins Spiel bringen kann. Das macht es anpassungsfähig, das Deck, das man sich zusammenstellt. Und eine zweite Mechanik, die ich sehr unterhaltsam finde, ist die Party-Building-Mechanik. Sehr, sehr viele Karten in dem Set haben zusätzlich zu ihrer normalen Kreaturenklasse noch eine Bezeichnung dazu, die Krieger, Kleriker, Zauberer. Oder, wie nennen sie es auf Deutsch? Ich habe hier doch sicherlich einen Goblin oder jemand anders, der durch die Gegend schleicht. Auf jeden Fall der klassische Rogue ist noch mit dabei. Das heißt, man stellt sich wirklich eine klassische Rollenspieltruppe zusammen. Vier Leute, alle davon haben eine unterschiedliche Aufgabe. Und das ist erstmal, klingt das wie nur Fluff, aber es gibt dann wiederum eine ganze Reihe Karten, die sich auf diese Mechanik beziehen. Und sie zum Beispiel sagen, diese Karte kostet weniger zu spielen, je mehr Leute ihr in eurer Gruppe habt. Die Gruppe kann maximal vier
vier Rollen verteilen. Das heißt, man kann maximal 4 Mana weniger zahlen für solche Karten. Es gibt aber auch welche, die nur funktionieren oder die besondere Effekte haben, wenn man ein bestimmtes Mitglied in dieser kleinen Abenteurergruppe hat. Und andere Varianten, die damit spielen, wie viele Leute hast du da drin, welche Art von Leuten hast du in deiner Party, die du einsetzt. Wobei es wahrscheinlich sehr spannend wird, sein Deck so zu bauen, dass man eine sinnige Party auch zusammenstellen kann, beziehungsweise die Auswahl in seinem Deck hat, um immer was spielen zu können, weil es gar nicht so einfach ist, eine Party nur aus Kreaturen derselben Farbe zusammenzustellen. Das heißt, das ist auch etwas, was einen ein bisschen in Richtung mehrfarbige Decks ein wenig schubst. Dann reden wir kurz darüber, wie die ganze Thematik von Zendikar auch arttechnisch aufgebaut ist und mit eingenommen wird. Wir haben haufenweise Karten, die im Hintergrund die abgefahrene Landschaft dieser Plane zeigen, die ganze Zeit zerbricht, sich ändert und vor allen Dingen haufenweise schwebende Obelisken und Steinfetzen hat. Das heißt, reihenweise gibt es dann Artwork mit unglaublich schönen schwebenden Säulen und anderen Dingen, die am Himmel einherziehen und aufbrechenden und sich umwälzenden Landschaften. Das ist ausgesprochen schick. Reden wir kurz noch einmal über die besondere Art von Booster. Es gibt mit Zendikar Rising nämlich auch einen 12-Karten-Booster. Und das ist ein Set-Booster. Der wird einfach aus anderen Listen zusammengestellt und dort finden sich dann auch immer mal wieder besondere Karten, das übliche mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten, dass sie drin sind. Und dazu gehören zum Beispiel Art Cards, die einfach nochmal in voller Größe Artwork des Sets zeigen, wie wir es zuletzt bei Modern Horizons gesehen haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann haben wir noch das Commander Deck. Das, was wir hier bekommen haben, gehört zu Obun, Vorfahrt Muldaya. Das ist eine rot-grün-weiße Elfengeistkreatur. Die Commander Decks haben auch wieder ein anderes Symbol als das normale Zendikar Set. Und dieses Deck beruht darauf, Länder in Kreaturen umzuwandeln, die Kreaturen von Gegnern zu vernichten und sehr, sehr viele sogenannte Landungseffekte auszulösen. Landungseffekte sind die, dass wenn ein Land ins Spiel kommt, passiert irgendetwas, je nachdem, was auf der Karte jeweils draufsteht. Und nur beim kurzen Durchsortieren, um das Ganze hier zu präsentieren, habe ich haufenweise Kreaturen mit Landungseffekten gefunden und natürlich auch noch haufenweise Zaubereien, Hexereien, Spontanzauber und Krimskrams, die dafür sorgen, dass alles, was nicht ein Land ist, Schaden nimmt, rausgeworfen wird. Oder noch andere Helfer, die einen ähnlichen Effekt wie Obun selber haben. Der kann nämlich, und das ist dann das Herzstück des ganzen Sets, seine Länder nehmen und sie zu Kreaturen machen, deren Stärke abhängig von seinen eigenen Werten ist. Und da gleichzeitig dann ein Landungseffekt besteht, der regelmäßig +1/+1 Marker verteilt, kann man das Ganze immer weiter pushen, bis man dann irgendwann eine riesige Armee von rumlaufenden Bergen, Sümpfen und anderem Viehzeugs hat. Obwohl, nee, ja, Bergen und Ebenen und Wäldern, weil er kein Schwarz auf seiner Karte hat. Und die laufen dann durch die Gegend als Kreaturen und vermöppen den Gegner, den man ständig selber wiederum dessen Kreaturen klaut. Wie gesagt, das Commander-System, das eskaliert doch schon mal gerne extrem in der Macht, die man auf den Spieltisch bringt. Und es bleibt mir noch überzuleiten, in diesem Commander-Deck sind nämlich natürlich auch, weil es ein fertiges Deck ist, die entsprechenden Länder drin, die man braucht. Und bei den 2 Karten hier, Ebene und Wald mit schwebenden Steinen und wunderschönem Licht, sehen wir unten einen kleinen Namen aufgedruckt, wie immer, und der lautet in diesem Fall Adam Paquette. Das ist ein Künstler für Magic, der sich vor allen Dingen auch auf Landschaften spezialisiert hat. Und wir hatten die Chance, mit ihm ein bisschen über seine Arbeit, über Magic und die Verbindung von Illustration und Fine Art zu reden. Und das tun wir jetzt. Hey Adam, I'm very happy that you managed to take the time and to talk about your job and your very interesting and fantastic job with us. Hey there. Pleasure. My pleasure. Nice to meet you and nice to be on the Ockenspalter, is that the correct pronunciation? Yeah, that's right, Ockenspalter TV. Cool. Fantastic. We're going to talk art and magic because you are an artist for Magic the Gathering. And I guess the first question that comes to mind for everyone is, how do you become an artist for Wizards and for Magic the Gathering? Because that is kind of like the Olympus for fantasy artists. So I think that I always had an interest in fantasy ideas and the psychology in the world of fantasy, but I also didn't really grow up with
the kind of pop culture background that you often find in illustrators that work for these kinds of brands. So I actually spent a good part of my childhood growing up in India, and my mom was doing some works, some cultural liaison work, let's say, with people from different cultures who were coming through my house as a kid when I was growing up in Australia. So my interest in fantasy actually came more from traditional storytelling and these different cultural myths than it did from comic books or games and things like that. But of course I did also play video games and various other things growing up. So that fed into it, and I chose the ones that kind of appealed to that storytelling part of my nature. Things like, you know, Icewind Dale and Baldur's Gate and these things were a big part of my childhood before I actually really knew what D&D was. So I was invested through the art style and the music and the storytelling of those games, which then kind of gave me an understanding of what D&D was. And while I was, you know, that was kind of the end of high school. And during that time, I found an art forum online called conceptart.org, a big message board. With, I think at the time it would have been about 30,000-40,000 people on there from all different illustration careers and fine art painters and people who are working in film and everything like that. And through that forum, I found a group of people that we decided to work together and approach Dungeons and Dragons as a kind of online studio, as a collective, which I think at the time was something that they hadn't done before or done much of. And so I worked for a few years with D&D through that online connection. And then I went to a painting workshop in Massachusetts in the US in, I think it would have been 2008 or 2009. And Jeremy Jarvis, who was the senior art director for Magic at the time, was one of the guest instructors there. And we met and I spoke to him about what I wanted to do and where I wanted to go with my work. In particular, that I was a predominantly landscape-focused artist, and that I would love to work for Magic, but I'm aware that it's mostly character and creature-driven work. But he liked my landscape work, and in particular, I think the things that I was showing him at the time really clicked with what they were about to work on, which was the concept art for Innistrad. The first Innistrad said, and so that's the first thing that I came on board to do was actually concept art for that set, and then I rolled into starting work on the cards in 2009, I think it was. I really like that he started off with D&D. And yeah, looking at your portfolios, it's obvious that the landscapes are the thing that is really where you feel at home, and just the way you work with light there is amazing. And I wanted to ask what your background is as an artist. Have you been like classically trained, or are you someone who's self-taught, as many people are nowadays? So A bit of both. I kind of did it myself, but I did it with a lot of help. Yeah. So I couldn't find, when I left school, I wasn't satisfied with what I could find in Australia in the way of the art education that I wanted, because things were mostly conceptual and there just wasn't enough practical work that I felt was going to be in the curriculum, from, you know, life drawing to painting technique and things like that. And that wasn't really available. So I kind of started and stopped a few times that education, and I found a few little schools where I could do life drawing and things like that, but nothing that could really take me all the way to where I wanted to be. And so I decided to teach myself, but also to spend the time and the money that I would have spent on school, traveling to meet different painters and go to workshops and network with the community. Also knowing that being in Australia, I had less of a connection to either the European or the American, you know, comic cons and things like that. But I considered myself from the beginning at the same time a fine artist and an illustrator. And I didn't really make a conscious choice about which path I wanted to follow. I just kind of did both at the same time. And so I've always done a mix of illustration work and fine art. And that has somewhat come into my work for Magic over the past, 10 years.
but more so in the last 2 or 3 years. I've really started to bring the oil painting and everything into the magic work. So I've done a little bit. I would say that I come from a classical background, but I haven't been classically trained in an atelier style environment. But I have studied personally with painters in that tradition, especially some of the older Spanish painters from the Spanish schools of realism, Galucho and Antonio Lopez Garcia. But they've been, you know, shorter terms of study and more focused ultimately on who they are as artists and why they're artists and what does it mean to grow older as an artist beyond even it being a career. You know, what keeps you going into your 60s, 70s, 80s, 90s? And that's been the focus of my, I guess, education has been on that long-term view of art. And, you know, learning the things that apply to magic was more about my community of peers online, these art forums, getting a lot of feedback, always being in critique groups, and learning a lot by emulation. So having the work of other artists open next to what I was doing, trying to understand how they were solving problems and then applying that to my work, and always trying to do it in a way that there was some pressure behind it. So learning on the job, actually taking each commercial painting as a learning experience rather than, you know, learning something first and then applying it to the work. It was always done under the pressure of a deadline. Problem solving while under deadline. Exactly. Yeah, it's the fastest way to force knowledge into your brain, I think. What I've always really liked about the way how magic approaches its art is that every artist is always printed on the card, and that mm-hmm. it's actually an important part also for the fandom to know who did what and to collect the different versions. How is your interaction with the people playing or with the fandom? Mm-hmm. Do you get feedback? I know that you also sell prints of several cards and of the art you did. So is there kind of a preference? Are people like, this is the one landscape that you did, or this is the one card you did that we definitely need to have up on our wall? Yeah, it's funny, you know, one of my favorite parts of this job that has obviously disappeared in recent times are the events, the tournaments, and, you know, being able to meet players of different ages and understand that there are so many different reasons that people are interested in magic, and so many different reasons that they're interested in the art too. You know, it's not just, you know, there are some people that just like the game and some people that like the art. There's actually 20, 30 different reasons that people are interested in the art, from, you know, seeing it objectively as an artwork and being an art appreciator to, you know, like specifically looking for the characters that they like, for the things that they attach to in the game. And some people that just, you know, they want to buy every goblin painting or every painting with a dog in it, or, you know, there's all of these kind of collector mindsets as well. People at different ages, you know, like kids that need or are interested in particular types of characters as they're growing up, and what that means to a young person and what they're aspiring to bring into their personality. So I find that fascinating, and also something that I wouldn't pretend to ever understand. And I'm never quite sure which paintings people are going to like or how they're going to land, or whether the things that I feel are interesting and important are going to be even noticed. So the fan interaction is always fascinating, sometimes frustrating to not understand what it is where that reaction's coming from. But ultimately rewarding, and I think probably a big part of the reason that people doing work for magic are satisfied in a way that I don't think I would be if I was working, you know, for a studio on a game or something like that, and not being able to have that kind of cyclic feedback. And you know, the more of that happens in person, where you can really have a conversation like this and explain who you are and where you come from, the better. And it's not always so easy when it's just happening on, you know, Twitter or Instagram or something like that. Yeah. So hopefully we get that in-person connection. We are all really looking forward to next year. Yeah. I'm really interested because I've seen with other artists for Magic the different versions and how they worked from the
general idea and then played around with different versions to pose and to light and everything, and how art direction works and works with you. So how much freedom you have, or how many iterations of an idea or a picture or a painting are going to be there before there's the final product. Yeah. So I think that the company and I mean, I don't know much about what's happening in the company beyond the art department, but that has grown a lot since I began. Mm-hmm. And what used to be, you know, a senior art director and one or two, you know, other art directors that were doing commissioning is now a really big team of people. And from my perspective, sometimes not quite knowing where the commission is coming from and how many different products are happening at the same time and when things are going to be released. So it's grown a lot and scaled in a very interesting way. But I think what they've done really well is keep the experience for the artists very much the same and very, very consistent. So it has always worked the same way, which is that we receive a style guide, which is all of the concept work and the writing and the world building that's gone into a new set, you know, a few hundred pages of that. So we receive that at the beginning of a new series of waves of commissions for that world. And then we receive relatively short briefs, you know, a paragraph or two with the dimensions of the card, the color of the card, what the focus is, you know, like if it's a complicated image, just helping us understand what the most important thing is going to be, because we don't get, you know, obviously for confidentiality reasons, we don't really know what the mechanics of the card are going to be. So there's kind of a push and pull that they give us enough information, but not too much. So there's a short brief, sometimes with reference to the style guide. And then beyond that, it's a trust thing. I think if you're working for Magic and you've been working for a while, then they trust that you understand, you know, the style, what they're going to be looking for in this set. But there is quite specific high level direction on each set. So to create that consistent look across many artists, there might be rules about, you know, what time of day would be shown, what kinds of camera angles, you know, unless otherwise specified, let's use this camera angle a lot so that we're always, you know, feeling close to the action, or we have more of a panoramic view. So in the way that a director would, you know, create a flow over the course of a movie and make those higher level choices, that is going on across different sets. So it's consistent, but we also, you know, get rhythm, and from one world to another, it's not always, you know, in the same feeling. So from, you know, Innistrad, we might be, you know, claustrophobically in the action, and then in Zendikar, we might be out and, you know, expansive and with this panoramic focus on the environment. So, you know, looking at a whole set of cards, you still get everything, right? You get all the different possibilities of how you can explore that world, but you can also see that the tone has been set, and that all of these people with distinctive ways of approaching an image have kind of taken two steps in towards the same style guide, so that there's that consistency there. For the same reason, you know, the trust thing and having worked for so long, the revisions are not usually very extensive. Usually if I get serious revisions, it's something to do with the card mechanics that I maybe wasn't aware of. So, you know, I put wings on a creature that doesn't have flying, and I didn't realize. So, you know, that kind of stuff, which actually happened a lot more for D&D. There was a lot of, you know, wrong sword should be longer, foot shouldn't be, you know, wrong type of axe, all of that kind of stuff. So with Magic, it's that, or maybe something that's come up in the test print and the, you know, the colors are going too dark or something like that. So it's more of a, you know, tweaking that image to really make sure that it looks right in the game, rather than this isn't a very nice composition, can you do it again? You know, that's happened once or twice, and you know, I'll take that criticism on the chin, but thankfully not so much recently. But usually it's fine tuning. Yeah. How many listening to how well, complicated is not the wrong word, but how encompassing this the way you work on this is. I wonder how many cards can you even do for each set? How many cards, basically a season,
can you possibly create? So I think the Zendikar stuff that just came out is, I think there was 16 pieces and one promotional banner. Mm-hmm. So 17. But I don't remember how many waves that was commissioned over. So each set, like Zendikar, might have two or three, or maybe like three, and then maybe some pieces that they missed or they need alternate versions for that come later. So that's done over several months. So I think probably the best gauge of how much I'm doing is, I think each year I'm doing something around like 40, 45 paintings, something like that. So averaging about one a week when you take out the holiday periods and things like that. But it's happening in chunks. That's a lot. Thank you so much, okay. Adam, for your time and for all the interesting infos and backgrounds you shared with us. It was a pleasure. My pleasure. Thanks for having me. Jetzt reden wir über ein kleines Set aus der Game Masters Guild. Die Game Masters Guild ist die Möglichkeit für Fans von Dungeons & Dragons eigenes Material hochzuladen und anderen Leuten zur Verfügung zu stellen und dabei auch, wenn sie wollen, ein bisschen was zu verdienen bzw. die Kosten wieder reinzuholen. Und das ist das Einsteigerset für Spielerinnen auf Deutsch von D&D Deutsch, einer Seite, die sich sehr darum bemüht, das Spiel auch in Deutschland Leuten näher zu bringen. Und es ist von der treibenden Kraft hinter der Seite, Thomas Neskes, und hat eine Reihe von Illustrationen, vorrangig von einem Künstler, von dem wir schon einmal in einer Live-Late-Night-Show den Comic Gerd und Grendel vorgestellt haben, Mario Bühling, mit Beiträgen von anderen Künstlern. Und die Idee dahinter ist, in erster Linie Leuten, die überhaupt keine Ahnung von Rollenspiel haben und schon gar nicht von D&D, genauer zu erklären, was ist das, und ganz viel Krams an die Hand zu geben, damit man nicht verschreckt wird von irgendwelchen Regeln. Und dementsprechend ist es auch genau darauf geschrieben und angenehm formuliert, in dem Sinne von, das wird schon, das kriegen wir hin, das ist alles überschaubar, ihr braucht nur eine Seite Regeln und alles andere, das schaffen wir schon. Mit auch, und das finde ich angenehm, einer kleinen Seite dazu. Wie ist das eigentlich, dass ihr als ein Bastelset dafür, gemeinsam an einem Spieltisch zu sitzen, und wir haben Corona, ist nicht der beste Zeitpunkt, aber wir wissen nicht, ob es jemals den richtigen Zeitpunkt geben wird, deswegen machen wir es trotzdem. Ich finde es angenehm, wenn sowas auch mit einfließt in die Gedanken, die zu dem fertigen Produkt führen. Wir haben auch gebastelt, denn das ist tatsächlich einer der Gedanken dahinter. Ich habe mich ein bisschen wieder wie in der Grundstufe oder in der Grundschule gefühlt und habe aus Papier und Kleber verschiedenste Bestandteile zusammengestellt. Mein einziger und großer Fehler dabei war, dass ich nicht dickeres Papier zur Verfügung habe und deswegen alles ein bisschen wobbelig ist. Und ich bin gescheitert an einem Aufbewahrungsbehälter, zumindest ein bisschen gescheitert. Denn man bekommt auch bei den 6 spielfertigen Charakteren, die mit drin sind, kleine Pappaufsteller für die Figuren. Das hat alles noch funktioniert, aber dann die vielen kleinen Zäckchen und Stückchen von dem Aufbewahrungsbehälter, da hätte ich, glaube ich, etwas stabileres Papier nehmen müssen, damit es nicht ständig wieder auseinanderfliegt. Aber ich glaube, die Idee funktioniert, wenn man ein bisschen geschickter ist und anderes Material hat. Es wird genau erklärt, was man entscheiden muss und was die Entscheidungen bedeuten, wenn man seinen Charakter erstellt und wie das dann funktioniert, wenn man am Spieltisch sitzt. Und was die wichtigsten Regeln sind, wobei ich sagen muss, dass das tatsächlich gut ausgesucht ist, weil es viele Fragen sind, die immer mal wieder aufkommen und die gar nicht so leicht im Text zu finden sind. Zum Beispiel, wie wird gerundet? Das ist etwas, was jetzt nicht einem als erstes in den Sinn kommt von, was muss ich Leuten erklären, wenn wir D&D spielen, aber was immer mal wieder bei Neueinsteigern auf einmal aufkommt und wo dann auch die Leute, die es länger spielen, sagen, ich glaube, wir machen es immer so. Das heißt, ich finde, dass es auch wirklich gut durchdacht ist, wie es funktioniert. Das merkt man auch an dem Bastelmaterial, das selbst für jemanden wie mich in Hast nachzuvollziehen war, mit hilfreichen Aufdrucken wie, dieser Teil ist unten, liebe Mairi. Da steht nicht liebe Mairi, aber ich fühlte mich so angesprochen. Und wir haben hier einen ganzen Stapel von Krimskrams, der noch dazugehört, als Extramaterial. Da sind Auslegezettel, die einem verschiedene Zustände zum Beispiel erklären und wie lang die jeweils wirken, auch sehr hilfreich. Moment, wie lange bin ich jetzt eigentlich unsichtbar? Wie lange gilt diese Fähigkeit oder sonst irgendetwas? Und was wir hier schon aufgestellt haben, haufenweise Zelte mit Zuständen. Und die Idee dahinter ist, es gibt für jeden von den 6 mitgelieferten Charakteren auch so ein, Zelt mit Anhängsel, würde ich sagen, auf dem man seine Daten und seine wichtigsten Punkte festhalten kann und die einem die selber zeigen, aber auch tatsächlich der anderen Spielrunde und zeigen, was für eine Art von Klasse man spielt.
Und dass man dann einfach diese Zelte noch mit dazu packen kann, damit alle merken am Spieltisch, inklusive man selber, was ist eigentlich gerade der Zustand meines Charakters. Dann gibt es noch für die Spielleitung kleine Sammelaufhänger, die man sich an seinen Spielleiterschirm packen kann, wo die wichtigsten Daten draufstehen für die Charaktere, die mitspielen. Und vorne dann ein Bildchen für die Leute, die in der Spielrunde sitzen, damit sie sehen, wer ist eigentlich mit hier dabei nochmal. Und dann gibt es auch noch einen Charakterbogen in Spielkartengröße und Tokens, mit denen man arbeiten kann. Das ist alles, das fällt für mich unter die sehr, sehr große Kategorie Dinge, die man nicht braucht zum Spielen, aber die Spaß machen und hilfreich sind. Also, wie gesagt, ich habe mich in die Grundschule zurückversetzt gefühlt. Das ist nicht zwingend schlimm. Ich hatte Spaß beim Basteln, auch wenn ich nicht sehr erfolgreich war. Und ich bin generell selber auch begeistert von und dankbar für Material, das das Spiel haptischer macht und für mich leichter zugänglich. Auch wenn ich absolut unterschreiben würde, dass man nichts braucht, außer ein bisschen Fantasie, einem Stift und einem Zettel und vielleicht ein paar Würfeln, um tatsächlich spielen zu können. Apropos Würfel, auch die sind rein theoretisch mit dem Einsteigerset für Spielerinnen gar nicht nötig, weil es auch dafür eine Zufallstafel gibt, die im Gegensatz zu vielen anderen solchen Zufallstafeln in Choose Your Own Adventure Büchern zum Beispiel tatsächlich sehr zufällig verteilt ist und ganz gut funktioniert. Man soll sie drehen und dann drauf tippen. Ich muss sagen, dass dieses Set tatsächlich eine Lücke füllt. Denn wir haben ja schon über das Einsteigerset für D&D gesprochen, das zwar schön aufbereitet ist und ein Abenteuer bietet, aber nicht wirklich für Leute ist, die ganz neu in dem Hobby sind oder ganz neu bei D&D, sondern eigentlich nur sagt, hey, es gibt eine neue Edition, kommt, spielt die mal. Hier, da gibt's irgendwie Ärger in Fandelwehr. Und das Essentials Kit, das ich tatsächlich sehr viel besser geeignet finde und das tatsächlich auch Bastelelemente enthält, gibt es nicht auf Deutsch, weil es ursprünglich ein Target Exclusive war, soweit ich weiß, was Dinge immer schwieriger macht. Das heißt, es gibt wirklich eine Lücke, Leute an das Spiel heranzuführen, die wenig bis keine Ahnung davon haben. Was es dabei nicht wirklich tut, ist genauer zu erklären, was ist eigentlich ein Rollenspiel. Es gibt es aktuell zur Einführungszeit für 5 € in der Dungeon Masters Guild und wird, wenn ich das richtig im Kopf habe, später auf 10 € steigen. Ich muss aber sagen, dass die Arbeit und die Mühe und das Design zum Beispiel von den Zustandszelten und Symbolen und dergleichen auf jeden Fall dafür spricht, dass das kein Preis ist, mit dem die Leute sich die Taschen füllen wollen. Im Gegenteil, ich denke, davon werden die Illustratoren dann bezahlt und die Mühe ein bisschen ausgeglichen. Ich werde aber trotzdem keine Punktewertung geben, außer zu sagen, ich glaube, das ist speziell, wenn wir wieder an den Punkt kommen, dass wir gemeinsam spielen können, eine gute Methode, ganz neue Spieler oder jüngere Spieler an die Sache heranzuführen und ihnen Stückchen für Stückchen Dinge beizubringen und dafür zu sorgen, dass man nicht von einer Runde zur nächsten vergisst, wie Sachen funktionieren oder was gerade Zustände und Aktionen sind. Und ich glaube, es ist auch eine ganz nette Idee, zum Beispiel das auszudrucken und die Bastelsachen zu verpacken und Leuten zuzuschicken, selbst wenn man online spielt. Als letzten Tagesordnungspunkt in dieser Late Night Show reden wir über Tales from the Yawning Portal. Das ist ursprünglich von 2017, aber wir reden jetzt darüber, weil wir gefragt wurden, ob wir was zu der deutschen Ausgabe sagen. Aber wir haben die englische hier, weil wir sie uns ursprünglich geholt haben, um ein klassisches Dungeon-Abenteuer daraus zu spielen, nämlich den legendären Tomb of Horrors von Gary Gygax. Und deswegen werden wir einfach inhaltlich nochmal über die englische Version reden, damit auch die Leute, die sich überlegen, die deutsche zuzulegen, wissen, was drin ist. Denn man muss, glaube ich, ein bisschen erklären, was genau das ist. Denn Tales from the Yawning Portal, also Erzählungen, Geschichten, ist ein wenig unpassend für den Inhalt. Denn was das Buch ist, ist eine Sammlung von Dungeons. 7 Stück, die größtenteils Klassiker sind, beziehungsweise die Zusammenstellung ist manchmal etwas seltsam. Wir haben teilweise 40 Jahre alte Dungeons, die als Klassiker gelten, wie zum Beispiel Tomb of Horrors, aber zum Beispiel auch Einsteiger-Dungeons von der 3. Edition von Dungeons & Dragons. Insgesamt ist das dann aber auch selten mehr als eben nur der Dungeon. Es gibt zwar dann Hinweise dazu, wie man sie verlegen und versetzen kann. Viele von denen sind ursprünglich aus Greyhawk, also der Kampagnenwelt von Gary Gygax selber. Aber wenn ihr mehr als nur sozusagen den Kern des Ganzen haben wollt, wo man durchkrabbeln und Monster töten kann, dann müsst ihr das drumherum bauen. Und es sind, wie gesagt, Klassiker und das Update, das sie hier bekommen haben, ist vor allen Dingen ein optisches. Es gibt sehr schöne neue Bodenpläne für die Dungeons. Das Buch ist ja aus einer etwas früheren Zeit von der 5. Edition, bevor man zwischenzeitlich auf Schwarz-Weiß-Dungeon-Karten umgestiegen ist. Und es gibt tolle neue Illustrationen. Aber was dann dort passiert, wie tödlich die Fallen sind, wie unsinnig die Zusammenstellung von Monstern teilweise sein kann, das ist genauso, wie es ursprünglich war.
Das heißt, erwartet hier keine Kampagne, erwartet hier keine erzählerischen Abenteuer, auch wenn es Tales heißt, und erwartet nicht, dass irgendetwas groß zusammenhängt. Es sind einfach Dungeons, aufbereitet, spielbar und teilweise so unfair, wie sie das früher waren. Und es hat auch nichts mit dem Yawning Portal zu tun, der berühmten Kneipe in Waterdeep, außer dass es einen kurzen Teil dazu gibt, was das Yawning Portal ist. Keiner der Dungeons befindet sich in Waterdeep. Ich denke, das bezieht sich vor allen Dingen darauf, dass ja der Chef und Leiter des Yawning Portals selber Abenteurer war und einem Geschichten erzählt von anderen Abenteuern, die gemacht hat, die alle aber nicht in dem riesigen Dungeon spielen, der unter seiner Kneipe liegt und aus dem er Schätze geholt hat. Es ist also ein sehr irreführender Titel für eine Sammlung von Dungeons. Und das müsst ihr auf jeden Fall wissen. Das war eine umfangreiche und auch lange Sendung mit verschiedensten Themen und Interview. Und dementsprechend bleibt mir jetzt nur noch Tschüss zu sagen, euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die uns zuschauen und die uns unterstützen. Ein Kommentar, jede Art von Interaktion hilft uns natürlich auch weiter. Wir haben euch alle lieb, macht's gut und bis dann. Orgenspeitergruß.